Die Begriffe eignen sich total gut, um heute über Politik und Gesellschaft nachzudenken. Deswegen haben wir die beide zusammengenommen, sind Begriffe mit einer Geschichte, aber auch mit einer hohen Aktualität. Ressentiment ist etwas, was man auch immer wieder hört, wenn wir aktuell über Migrationspolitik sprechen. Utopie kennt jeder, das ist doch utopisch, um zu sagen, das hat doch nichts mit der Realität zu tun, das ist unrealistisch. Aber wir sehen es zum Beispiel auch bei den Jugendlichen, den Studierenden, der jungen Generation, die auf die Straße geht und sagt, äh, ändert bitte nicht das Klima, sondern das System. Also wo so ein utopisches Moment aufscheint, wir können etwas ändern oder es gibt die Vorstellung einer Veränderung. Also es sind unsere Idee ist, das zusammenzudenken, ist nicht als das Ressentiment und die Utopie, sondern dass beide eigentlich Energien haben die uns sehr viel, wenn wir uns diese Energien angucken, die uns sehr viel über unsere Zeit erzählen. Für Nietzsche ist das Problem des Ressentiments, dass der andere quasi als schuldig und schuldiger definiert wird. Und die Beziehung zum anderen, also auch gesellschaftlich gesehen, darauf basiert, dass diese Schuld oder diese ausgeglichen werden muss. Also sei es durch Strafe, sei es durch Vergeltung. Und das Problem, was Nietzsche sieht, ist, dass auf diesem Boden des Ressentiments sozusagen, dieses Gefühls der, der, der Vergeltung, dass sich da auch eine Politik der Vergeltung dass sie zu einer Politik der Vergeltung führen kann. Und ähm, er sieht also schon das 20. Jahrhundert quasi ähm, äh, äh, also eine Vorahnung der Konflikte und wie es sich also politisch, welche Form es politisch nehmen könnte. Max Scheler, da geht es eher um eine psychische und soziale Pathologie, wenn wir von Ressentiment sprechen. Nämlich genau genommen der Versuch von jemandem, der ohnmächtig ist, der sich eigentlich nicht zu Wehr setzen kann gegen, diese, gegen das, was er selbst als, als eine Verletzung empfindet. Um, der frisst das sozusagen in sich rein, diese Verletzungen. Er ist ohnmächtig, kann sich nicht wehren, kann sich nicht rächen, kann eben letztlich nicht aufstehen und eintreten für seine eigenen Rechte. Und dann verwandelt sich das im Unbewussten zu etwas Hässlicherem, ja? ähm, zu so einer Art Selbsthass, der dann nach außen projiziert wird und ein Versuch, den eigenen Selbstwert dadurch wiederherzustellen. Ähm, dass ich den anderen als moralisch falsch und damit moralisch unterlegen darstelle. Max Scheler sagt, es gibt einen strukturellen Grund für Ressentiment in der Struktur, dass wir zugleich gleich sind, gleich vor dem Recht, Staatsbürgerrechte haben zum Beispiel, auf der anderen Seite radikal verschieden sind. Stichwort Vermögensverhältnisse. We are the 99%. 1%, 99% des Wohlstandes. Und Schiller sagt dann: Hier ist äh, wahnsinniges Potenzial für Ressentiment, weil diese Kränkung, dass man glaubt, auf etwas äh, Anrechte zu haben, das aber nicht äh, bekommen zu können, dass das dieser Grund äh, von Kränkungen sind, die sich dann in der Herabsetzung anderer artikulieren. Tatsächlich ist es ja einfach legitim und natürlich, dass jemand, der entweder selbst Opfer geworden ist oder sich mit einer Opfergruppe identifiziert, möchte, dass das öffentlich verhandelt wird. Ja, das ist vollkommen legitim. Aber die Frage ist tatsächlich, ob dieses öffentliche Verhandeln irgendwann auf eine Art und Weise stattfindet, die problematisch ist, die nicht zu mehr Anerkennung führt, zu mehr Empathie, zu mehr Verständnis, sondern zum Gegenteil, nämlich zu einem Zusammenbrechen von Kommunikationskanälen ja, und zu einer Empathielücke, wo wir eben nicht mehr in der Lage sind, dem anderen empathisch zu begegnen. Die Utopien haben aber tatsächlich so ein, zuerst so ein diagnostisches oder etwas kritisches in sich. Nämlich, wenn man die Utopien schaut, also wenn man die erste Utopie nimmt, also Thomas-Morus-Utopia, was man sieht ist, dass Morus eigentlich so eine klar imaginierte Welt sich vorgestellt hat, so eine Insel im Atlantik, die aber einen demokratischen Organisationszusammenhang hatte im Vergleich zum ähm, absolutistischen England seiner Zeit, ähm, imaginiert sich Morus eine Zeit ohne König. So eine Insel ohne König, so eine Republik ähm, ohne König. Ähm, Queer-Utopien in den 60er, 70er, 80er, ähm, sie fantasieren so eine Welt, wo das Geschlecht dann keine Rolle ähm, spielt. Ähm, soziale Utopien Ende des 19. Jahrhunderts, sie fantasieren ähm, ein. Sie fantasieren eine Welt, wo die Arbeit dann eine Selbstverfügung ist und keine Zwangsarbeit mehr ist. Also was man sehen durch die Utopien ist eigentlich, was schief lief an der Zeit, in der sie geschrieben wurden. Indem ich die Gegenwart in Frage stelle, indem ich eigentlich ihre Wirkmacht und das Sagen, so muss es sein, so soll es sein, es kann sich nicht ändern, indem ich das in Frage stelle in einer Utopie. Das kann ein Roman sein, das können, wie wir heute sehr oft haben, Serien sein. Dass ich in dem Moment eigentlich sage, tatsächlich, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, könnte anders sein. Und in diesem Hoffen auf das Erreichen, mit diesem Wunsch eigentlich nach einem besseren Leben, nach einem guten Leben, in zum Beispiel den planetaren oder den sozialen Grenzen. In dieser Hoffnung überschreite ich die Gegenwart. Also, das, die Grund, das Grundgefühl ist eigentlich zwischen Widerstand und Hoffnung. Wenn wir gucken, wie wir Zusammenleben beschreiben, dann gibt es oft die Vorstellung, das Soziale wird hergestellt durch den Markt. Der Einzelne hat seine Präferenzen und wir bedienen Konsumbedürfnisse und ansonsten geht man wählen und das war's. Das so ungefähr ist das Leben. Was durch diese beiden Begriffe Ressentiment und Utopie, utopisches Denken und Handeln in den Blick kommt, sind eben auch Vergemeinschaftungsstrategien jenseits von Markt und sowas Abstraktem wie einem theoretischen Wahlrecht, sondern da es hier um Emotionen geht, da es hier auch um geteilte. Strukturen oder geteilte Gefühle geht im Falle des Ressentiments, also des zu kurz gekommenseins auf der einen Seite und auf der anderen dem radikalen Wunsch nach etwas anderem, sich nicht wiederfinden in dem, wie es ist. Das verbindet die Menschen quasi auf einer affektiven Wunschebene, auf einer Ebene der Emotionen und das anzugucken ist gerade in unserer sehr medialisierten, stark von quasi Erregungszonen und Affekträumen geprägten Gesellschaft, glaube ich, sehr wertvoll. Ich glaube, die Trennung quasi in diesen äh, emotional-therapeutischen privaten Bereich und die Idee, dass wir im politischen Feld uns bitte nur sachlich austauschen sollen, dass diese Trennung einfach, das zeigt die Realität, so nicht funktioniert. Weil das Scheitern oder auch die Probleme im Zueinanderkommen darin liegen, dass wir uns über die Sachen nicht einig werden, weil dahinter ein anderer Affekt steht. Dahinter steht eigentlich ein, eine andere Haltung.